Cordon Bleu! Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Skinny und Rons standen noch verwirrt auf der Bühne und wollten noch stets anfangen, während zig Menschen um sie herum in Aufruhr gerieten. Frauen und Kinder schrien. Männer versuchten, ihre Lieben zu beruhigen. Erfolglos. Skinny fragte sich, wo die zig hundert Menschen, die plötzlich durch den Laden liefen, vor 10 Minuten waren. Als die Jam noch im vollen Gange war, während Angestellte anfingen, das Equipment und vor allem die Bühne abzubauen, auf der die beiden standen, und Securities, Rons verdächtigten, Erdnusspackungen auf die Jam geschmuggelt zu haben, was in Goldstadt als sogenannter Reverse-Insider-Schmuggel, Tatbestand, ausgelegt werden kann. Skinny konnte die Securities mit einem kleinen Zaubertrick ablenken, da er glücklicherweise einen Zauberkasten auf Tasche hatte und verschwand dann mit Rons unbemerkt aus dem Lokal, um sich am Vorplatz vor dem Taxistand in einer dunklen Ecke auf eine große Schaukel zu setzen. Ma, das ist ja was. Hoffentlich ist Tyson und den anderen nichts passiert. Ach, bestimmt nicht. In Slotschhausen sind doch fast täglich Häuser explodiert. Skinny, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für deine blöden Sprüche. Wir müssen was unternehmen. Meinst du wirklich? Ich meine, dieser Tyson war ja nun nicht gerade übertrieben freundlich zu uns. Das ist unwichtig. Wir sind Goldstädtler und wir sind Berufskollegen. Lass uns ein Taxi nehmen und die Sache aufklären. Ich habe meine Ausrüstung dabei. Na gut. Setz dich mal da hinten hin, entspann dich, hau dir ein paar Nüsse rein und lass mich das Taxi organisieren. Es wird Zeit für das nächste Abenteuer von Dirt.